Hallo Leute, hier ist FLF Games mit einem weiteren DPL-Kampf und zwar Spieltag 3 gegen Droix gegen die Flying Destruction. Ich habe Keldeo, Glurak, Pixie, Rihornia, Tsezugi und Vespre dabei. Rihornia ist mein neu dazu gekauftes Pokémon und mein Gegner hat Zapdos und Psyana, habe ich mir schon gedacht. Ja, Zapdos muss er dabei haben, Psyana war eigentlich klar. Er hat Embor dabei, was interessant ist, also ja. Ich denke gar nicht daran, dass ich es auf Deutsch aussprechen werde. Dann hat er Libeltra dabei, das war auch eigentlich ziemlich klar. Er hat, was ich interessant finde, kein Dingens dabei. Wie heißt du? Registeel? Aber gut. Er hat Mega Turtok dabei. Ja. Das ist auch ziemlich klar. Und er hat Porygon 2 dabei. Ja gut. Dann muss ich mal gucken, womit ich leaden werde. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht mit Rihornio leaden werde. Aber ich weiß nicht, es sieht gerade nicht nach einem so guten Matchup aus, muss ich sagen, wenn ich damit leaden würde. Und trotzdem wären die Rocks natürlich super hilfreich, einfach mal ein Erdbeben oder so drauf zu hauen. Na, es wäre nicht so schlecht. Ich brauch's ja nach auch noch. Aha. Ich könnte natürlich auch mit meinem Cesurgolin sein Psyana predicten, aber na gut, das passt schon. Ich werde einfach mal mit Rione leaden und gucken, was passieren wird. Gut. DPL-Spieltag 3. Let's go. Na gut, ich habe natürlich auch wieder einiges überlegt. Zwei Wochen habe ich jetzt Zeit gehabt dafür. Das heißt, ich bin froh, das endlich durchzuhaben. Jetzt erledigt mit die Wetter, das ist okay. Falls sie sich Catwende rausholen will, dann ja. Dann soll er das machen. Ich meine, wenn nicht, dann kriegt ihr jetzt einen Ice-Heap. Also gut, mal gucken. Ich bin defensiv, also sollte ich auf jeden Fall einen Angriff aushalten. Also keine Sorge deswegen. Und mal gucken, was er machen wird. Falls er jetzt danach einen Psyanenwechsel die Tarnsteine predicten oder so, dann ist das auch okay. Dann kriegt es einen Ice-Heap ab und sollte durch ein Erdbeben nachher eine Menge Schaden bekommen. Also einfach mal Ice-Heap drauf und mal gucken. Falls jetzt denkt, er hat ein gutes Lead-Matchup und wird jetzt Erdbeben, dann ja. Todesdibeldra ist praktisch. Können wir mal einen Fokus-Gott haben, was cool wäre. Aber jetzt die Catwind ein, wie ich mir schon gedacht habe, ja, ich hätte vielleicht Erdbeben ersetzen sollen, aber gut. Oh, aber das macht eigentlich eine Menge Schaden. Ich möchte eigentlich mal gerade das kurz rechnen, weil Droix ist dafür bekannt, dass er Wahlband Libeldra spielt und ja, es wäre doch schön, wenn ich jetzt schon weiß, aha, das Ding ist Wahlband. Gut, nehmen wir mal Choice Band und das hat er gut gemacht. Er ist hier predicted. Nicht von seiner Seite. Ja, das sieht mir nach Bandit Damage aus, oder? Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz was kalken. Ich weiß nicht. Ja, doch. Pixie ist ein sicherer Wechsel in. Für seinen Turtok, also passt das schon. Einfach mal wechseln. Ich möchte jetzt erstmal sicher spielen. Ich weiß jetzt nicht, was er machen möchte. Ich meine, ich bin Magic Guard wieder. Das heißt, er kann auch nicht viel machen. Ich kann eine Zylopumpe einsetzen, das könnte sogar Tötkehr und dafür muss aber auch zwei treffen. Und ich kann auch immer noch ein Keldeo wechseln. Also, ja. Es kommt aber die Aquawelle, okay. Falls mich jetzt verwirrt, dann wäre das natürlich nicht so gut, aber es sollte eigentlich nicht, ja, allzu viel Schaden machen. Wie wir sehen, tanken wir das auch und alles gut. Gut, ich überlege mal gerade, was ein Wechsel in Pixie ist. Wird sich da ja sicherlich irgendwas überlegt haben. Sein Embo könnte der Wechsel sein. Einfach um danach mit einem Flammenblitz drauf zu hauen. Aber ich möchte einfach mal sehen, was der Wechsel genau ist und einfach mal einen Weicher einsetzen. Das wäre, denke ich mal, das Beste. Ah, und dann bleibt drin und setzt Aquawelle nochmal ein. Falls ihr mich jetzt verwirrt, dann haben wir ein richtiges Problem, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Und wir können mit Weichei uns ein bisschen hochheilen, was natürlich spitze ist. Gut. Was seine Taktik jetzt wirklich ist, so eine Aquawelle spammen, bis wir verwirrt sind, dann haben wir ein kleines Problem, muss ich sagen. Aber gut, ja, das sollten wir auch irgendwie managen können. Gut. Was machen wir jetzt? Ich setze einfach mal ein Gedankengut auf, um zu zeigen. Ich weiß nicht, ist das eine 30%ige Chance? Klar kann das passieren, aber es wäre schon sehr. Naja. Keine Ahnung, es ist eine 30%ige Chance, das will man erwarten. Es ist schlimmer als ein Fokusblast. Es ist viel schlimmer als ein Fokusblast. Also, entweder werde ich verwirrt oder nicht, wir werden sehen. Aber mit dem Gedankengut fühle ich mich jetzt aber auf jeden Fall etwas sicherer. Das heißt, ich kann jetzt auch endlich wieder ein Weich aufsetzen. Mir fällt gerade auf, ich habe übrigens nicht die AP-Max, was mich natürlich nachher noch nerven könnte. Aber
Hoffentlich passt das. Einfach mal Weichei und gut ist. Heilen wir uns wieder hoch. Gutes Tinkerbell. Und jetzt sollte er sogar ganz wenig Schaden machen mit seinem schönen Angriff. Ich glaube, ich greife jetzt auch mal selber an. Weil vielleicht denkt er sich jetzt, okay, ich muss auswechseln und dann kann ich ihn mit einer starken Mondgewalt einfach mal treffen. Aber er bleibt weiterhin drin. Er möchte einfach diese Verwirrung haben. Er hat vermutlich auch nichts anderes, um Pixie auszuschalten. Aber er kriegt sie auch einfach nicht. Na gut, ich denke mir einfach, eine freie Mondgewalt ist gut. Und ja, bei der Hälfte. Und der Spezialangriffs-Drop. Ja, Migrit's gab gut, muss ich sagen. Ja. Mir geht's sogar so gut, dass ich glaube, dass ich jetzt noch einfach mal eine Mondgewalt einsetzen kann, weil ich glaube, jetzt muss er wechseln, genau. Und er kriegt noch etwas eine sehr starke Mondgewalt ab. Er wechselt in seinen Porygon. Ich frage mich aber, was er mit seinem Porygon gegen meinen Pixie wirklich machen möchte. Er hat die Fährte, okay, aber ein Porygon lernt kein Gedankengut, kein Boosting-Move, also er kann mich vielleicht verwirren, aber sonst wüsste ich es auch nicht. Und wow, wir machen eine Menge Schaden gegen dieses Porygon. Ich würde... Offensiv würde ich nicht sagen, dass das Porygon... Aber es ist schon krass, wie viel Schaden wir da gemacht haben. Da hätte ich eigentlich weniger erwartet. Ist jetzt... Okay. Er ist langsam auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. Ich habe, glaube ich, auch... Habe ich ein bisschen Speed? Ich glaube, ich habe ein klein wenig Speed, um schneller als Riesi zu sein oder so. So 1, 2 oder... Warte, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob Porygon auch 60 hat. Weil dann habe ich mich dagegen eV'd. Ja, genau. Porygon hat auch 60. Dagegen habe ich nämlich, ja... extra ein paar Speed EVs, extra ein paar EVs geopfert, damit ich schneller als das Viech eben bin. Jetzt hat er, glaube ich, ein Problem, was ich natürlich interessant finde. Jetzt wechselt er aber vermutlich in Espeon, okay. Das ist seltsam, was möchte er jetzt mit Espeon erreichen? Er wird vermutlich den Psychoschock einsetzen. Einen davon möchte ich auf jeden Fall aushalten. Ich möchte einfach gucken, was er für ein Item hat. Ich meine, dann habe ich nachher nicht mehr so eine große KP, aber gegen Porygon 2 werde ich auf jeden Fall wieder reinkommen können, mich boosten können. Ja, zumindest hochhalten. Und ich bin so hoch, dann kann man das auch einmal versuchen. Eine Mondgewalt auf das Psyana und los. Der Psychoschock kommt, wie ich es mir gedacht habe. Er hat schon auf das Wahlglas. Oh, das ist auf jeden Fall ein Wahlglas. Psyana. liebe Leute. Und wow, wir machen einigen Schaden. Ja, Tinkerbell zeigt, wofür es gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auswechselt den Wechsel in mein, wie heißt es, Predicten, in mein Cesurio. Aber das macht er nicht. Und da wir jetzt auf jeden Fall wissen, dass er Vargas ist, ist er getrappt durch meine Verfolgung. Perfekt, das Pokémon, wovor ich am meisten Angst habe, ist jetzt getrappt. Er denkt sich jetzt vermutlich, okay, den Wechsel kann man riskieren. Dann wird vermutlich Tiefschlag einsetzen, dann kann er auswechseln. Aber nein, ich habe die Verfolgung. Genau für diese Situation, damit das Psyana weg ist. Denn es ist schneller als jedes meiner Pokémon und ist deswegen eine richtig große Bedrohung. Ziemlich gut, dass das Pokémon jetzt down ist. Zumindest für den Fall... Ja, es ist down. Perfekt. Ich freue mich. Tschüss, Psyana. Gut. Eine riesen Bedrohung ist down. Ich muss sagen, sein ganzes Team ist gerade etwas angeschlagen. Ich meine, sein Turtok hat ganz wenig KP nur noch. Das sieht gerade ziemlich gut aus. Ich meine... Pixie macht das. Ich muss gerade mal alles nachtragen. Ja, ja, tot. Ich schau gerade nach. Ich glaube, ich muss eigentlich nur noch mit Kelioran kommen und Hylopumpe spammen. So weit sind wir schon. Meine Güte. Er ist vermutlich Schal Flambirex, würde ich sagen. Und ich würde es auch gerne rausfinden. Ich möchte jetzt eigentlich nicht direkt in meinen, wie heißt es, wechseln, in meinen New Player, habe ich es genannt, in meinen Rehornior. Ich glaube, ich brauche auch mein, wie heißt du? Mein Leather-Noob nicht mehr. Ich könnte es natürlich... Na, ich möchte aber auch ein bisschen Schaden auf den Flambirex haben und einfach mal sehen, was er für ein Item hat. Obwohl, möchte ich das wirklich... Doch, weil falls er wirklich den Wahlschall trägt, dann kann ich nachher mit Glurak einholen und mich jetzt gleich setupen. Das heißt, mal nachgucken. Und er ist auf jeden Fall... Langsam und mit Fußkick mache ich eine Menge Schaden, habe ich mir extra wegen Flammirex und Registier draufgehauen und setze den Flammenblitz ein und kriege eine Menge Rückstoßschaden. Mal sehen, was er damit machen möchte. Gut, gut. Damit ist mein Cesurio leider down, leider natürlich, Wigginitten Sensory, wie würde ich es denn auch sonst nennen? Gut, und, ja, mal sehen. Ich hole jetzt einfach mal meinen Mega Glurak rein. Kann mich auch mega entwickeln, obwohl er hat, glaube ich, gar keine Tarnschaden, das heißt, es sieht auch ziemlich gut für mich aus da. Und ich hau, glaube ich, mal einen Delegat raus, ohne mich mega zu entwickeln.
Weil ich weiß es nicht genau, für den Fall, dass ihr jetzt irgendwie den Kraftgloss einsetzt oder so. Ich möchte auf meinen Delegator raus, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie... Wechselt er jetzt, weil er das Ding noch braucht für mein... Was weiß ich, für mein Tinkerbell, warum auch immer. Warte, vielleicht möchte er in Libeldra wechseln, das predicten, wer weiß. Oder setzt Flammenblitz ein und... Ja, er wechselt aus, perfekt! Ja, für diese Situation habe ich mir einen Delegator drauf gezogen. Jetzt kann ich einfach mal Wutanfall spammen, er hat keine Resistenz und ich sollte das Tor sogar ausnocken. Ah, nice! Das gefällt mir. Also gut, dann zeigen wir mal die Macht von Big Bang. Glurak mega entwickelt sich in Mega Glurak X und entfesselt jetzt erstmal seinen Wutanfall. Das läuft ganz ziemlich gut, muss ich sagen. Glurak hinter dem Delegator jetzt in Wutanfall gelockt und was möchte er da reinwechseln? Das ist eine sehr gute Frage. Überlebt das Turtok, 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 Turtok? Natürlich überlebt es nicht. Nichts überlebt das Glurak. So, jetzt hat er ein Problem. Ich glaube, das realisiert er auch. Und er muss jetzt mal gucken, wie das angeht. Ja. Es sieht ziemlich gut für mich aus. Ich sollte vielleicht die Pokémon nicht so oft opfern, aber mir ist, wenn ich ehrlich bin, der Score auch egal. Ich möchte eher rausfinden und wenn ich weiß, dass ich sicher gewinnen kann oder irgendwie sicher gewinnen kann, dann möchte ich nicht, dass irgendwelche anderen Pokémon irgendwie Schaden bekommen. Und ich meine, wie heißt es? Mein, Bishop habe ich nicht gebraucht, also habe ich es auch geopfert. Also mein Cesurio. Was ich auch auf jeden Fall mal zeigen möchte, ist nachher mein Vesprit. Das ist auch sehr nett. Es ist mit Walschall extra um schneller als Walschall Ember zu sein. Falls er das halt eben spielt und halt auch um schneller als Psyano zu sein mit Abschlag und Ketten. Einfach nur, ich wollte was schnelleres als Psyano und ja. Psyano ist leider so verschwunden, also hat mir das nicht viel gebracht, aber naja. Passt auch so. Gut. Da kann ich noch was ansprechen, während wir hier gerade warten. Ja, Treutz hat auch gesagt, dass ich sein Angstgegner bin. Also, ich weiß nicht, das zieht sich irgendwie so durch. Jeder Kampf im Moment, Angstgegner, Ja, das Problem dabei ist, also für mich, es ist gut, dass die Leute das sagen. Also, gut für sie, weil das macht mehr Druck auf mir. Das heißt, ich muss ja auch was erfüllen. Wenn ich ein Angstgegner bin, dann muss ich auch irgendwie zeigen, dass ich würdig bin, ein Angstgegner zu sein. Obwohl, vielleicht motiviert mich das auch mehr, mich mehr anzustrengen, was dann wieder negativ ist, aber na gut, wie viel Schaden macht das? Hi! Was? Ein Volltreffer. Es tut mir leid, Trox. Sorry, das hätte nicht sein müssen. Sorry. Na gut, da kann man aber nichts dran machen. Ich muss mal gerade checken, wie viel das nochmal gemacht hätte. Ich weiß nicht, es sieht nicht danach aus, dass der Bulk hier war, zumindest. Vielleicht habe ich auch die Munkgewalt etwas unterschätzt. Es hätte auf jeden Fall, falls er spezialdefensiv ist. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt einfach mal riskieren. Ich setze jetzt einfach nochmal Wutanfall ein. Wenn ich getroffen werde, okay, dann ist es dumm gelaufen. Aber wenn ich nicht getroffen werde, dann ist das Libeldra tot. Und ja, mit dem Delegator kann ich ja eh das einmal versuchen. Also passt das. Falls ich mich selber treffe, ein bisschen KP down sind, habe ich nachher noch das Heilopfer. Das passt. Und Wutanfall. Und das ist das Libeldra. Oh Gott, oh Gott. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, und das wäre das Libeldra. Vielleicht war er auch Walschall, oder er ist einfach froh, Max Speed, und er hat jetzt einen Speed-Teil gewonnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da auch falsch gecalcht, aber wer weiß. Jetzt nochmal Wutanfall-Spam. Ich wechsle gleich auf jeden Fall auch mal aus. Ich möchte nämlich natürlich nochmal ein schönes eigenes Pokémon zeigen und einfach mal Heilopfer einsetzen und dann weiter Wutanfall-Spam, weil es doch so viel Spaß macht. Ich kleines Spielkind. So, ich setze weiter Wutanfall ein, weil ich natürlich nicht getroffen werde. Ja, was will man machen? Heiliger! Was? Glurak, komm mal runter! Was ist denn los mit dir? Und ich bin der Dritten. Wetten jetzt ist noch meine Verwirrung. Glurak, was ist los? Ist alles okay? Das tut mir leid, dass ich dich angry genannt habe. Dass ich dich angry genannt habe. Ist denn alles gut? Ich ist jetzt ein B-Mann und alles ist gut. Bitte treff dich selber, komm, das habe ich verdient. Ja, gut, das passt. Und er setzt jetzt die Steinkante an und Mist! Der... Soll ich jetzt mies sein? Ich weiß nicht, ich möchte ein bisschen rumspielen. Ich möchte einfach das mit einem... Ich möchte das mit Vesprit beenden. Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte das mal so machen, also mache ich das so. Komm rein, das weiß ich. Ich habe es noch nie gezeigt, also muss ich jetzt auch mal reinkommen. So, Steinkante, das kann es locker tanken. So, locker. Ja, locker. Ja, gut. Und
Jetzt verschwindet es auch, weil für den Fall, dass sie jetzt irgendwie den Tiefschlag hat, dann möchte ich nicht sterben. Also, dann wechsle ich auch wieder aus und, ich komme jetzt in mein Unicorn, sollte jeden Hits tanken und damit habe ich jedes Pokémon gezeigt und er hat den Tiefschlag, yes! Und jetzt zeige ich noch den letzten Move, den ich auf meinem Keldeo. Boah, hat diese Vorbereitung funktioniert, der macht mir noch nicht mehr Schaden. Specs Wasserdüse, Keldeo, go! Ah, ja. Okay, das wär's. Wow, 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 wow. Meine Güte, Glurak. Also, in den letzten Matches hat es etwas gemacht. Aber das war ja, das ist ja nicht damit zu vergleichen, was es hier angestellt hat. Meine Güte, eine komplette Verwüstung. Tut mir leid, Rolf. Also, falls du da noch irgendwo am Leben bist, falls Glurak dich nicht auch umgenietet hat, dann, ja, das ist halt eben Glurak, die macht, ja. Und, gut. Das war der Kampf. Ich habe mir etwas schwerer vorgestellt. Nein, da konnte Droix nichts machen. Er hat auch versucht, mich zu verwirren. Das war ein bisschen blöd, dass er die nicht bekommen hat. Aber wie gesagt, 30%, was will man machen? Und Pixie hat dann etwas Schaden reingehauen, dass Glurak reinkommen konnte und einfach mal alles zerstört hat. Gut, ich zeig dir mal meinen unteren Bildschirm. Gut, da haben wir ihn auch. Holen wir mal die Pokémon ran. Gut. Rihornior, da haben wir es. New Player, das neue Pokémon, was ich mir dazu gekauft habe. Auch ein Ferrisi, weil ich wollte dann irgendwie wechseln in Kanon Glurak, dann wollte er vielleicht Donnerwelt und da kann ich Legato aufsetzen, ich mich dran tatze. Aber gut, das ist nicht so passiert. Das war meine Taktik dahinter. Ich möchte mich natürlich auch immer gerne klären. Iceheap natürlich wegen dem Libeldra. Fels auch wegen Zapdos und Erddämmung einfach drauf zu spammen. Und Tarnsteine, ja, die haben keine Verwendung gefunden, außer der Iceheap und dann musste ich wechseln. Hat aber auch so gepasst. Übrigens guter Plan mit dem U-Turn, dass er den Iceheap erwartet hat, aber ja gut. Er hätte auch einfach Erdbeben spammen können, dann wären die Bilder weg gewesen. Ich hätte mich auch gefreut. Aber gut, dann kommt mein Elanor-Noob, natürlich der Sensory, mit Abschlag, Fußkick, Verfolgung und Tiefschlag. Ja, ein nettes Set, ja, ich brauche den alten Schädel nicht gegen ihn. Also habe ich Fußkick drauf getan, das ist viel besser gegen Registeel und auch viel besser gegen sein Ember, was nämlich 50% bekommt, statt einfach mal Freak Out zu werden durch meine Step-Moves, weil die ja Resistenz haben. Und ja, Verfolgung natürlich extra wegen Psyano, was auch funktioniert hat, wie wir es gesehen haben. Und dann war auch seine größte Hoffnung leider gestorben. Aber gut, ich habe mich deswegen darauf vorbereitet. Und da er Specs gespielt hat, ja, ist er auch selber schuld. Kommt jetzt mein schönstes Spice rein. Ah, Vespid. Wahlschaden mit Senkkopfstoß, Kehrtwende, Abschlag und Heilopfer. Ja. Alles auf Angriff, dann einfach schneller, um als Ember zu sein mit Wahlschall und dann mit Senkkopfstoß draufzuhauen und Abschlag und Kehrtwende, einfach um rauszugehen oder mit Abschlag einfach Psyana eine Menge Schaden zu machen. Ist auch zu Tool Care, weil ich hatte Angst vor Delegator-Gedankengut Psyana. Vielleicht hat er es nicht benutzt, weil ich es gecallt habe. Also im letzten Part hat er gesagt, dass er was anderes gegen mich vorbereitet. Also habe ich im Kommentar mal scherzhaft geschrieben, ja, Delegator-Gedankengut Psyana. Vielleicht war das seine Taktik und jetzt hat er sich gedacht, jetzt möchte mich überraschen mit wieder dem Wahlglas Psyana, aber ja, da ist leider nichts draus geworden. Ich konnte es schön mit Pixie vorhersehen und ja. Heilopfer dann übrigens, damit ich etwas ja, schöner mit Glurak spielen kann, dass ich einfach mal ein bisschen drauf bashen kann, wie ich gemacht habe. Und falls er mich dann paralysiert, ja, dann muss ich einfach auswechseln, kann Heilopfer einsetzen und dann bin ich wieder, ja, froh und freudig wieder drin mit Glurak und kann weiter alles zerstören. Gut, dann kommt mein schönes Glurak. Meine Güte, was hast du angestellt? Jetzt schuldige dich doch bei Droix. Glurak, bitte. So. Ja, nicht nochmal drauf. Ach, dieses Glurak. Auf jeden Fall, es ist wesentlich froh, um gleich schnell zu sein wie die Beldra. Vielleicht war aber auch Scarf. Vielleicht habe ich das einfach falsch gerechnet. Mit Delegato, Drachentanz, Erdbeben, Wutanfall, Erdbeben wegen Registeel und Wutanfall, um einfach drauf zu bashen, was auch gut funktioniert hat. Ja, war sehr lustig, hat jeder gesehen. Dann mein Unicorn, diesmal mein Keldeo in der Resolute-Form. Kann sich auch keiner mehr beschweren, dass es nicht in der Resolute-Form ist, aber ich meine, in Schwarz-Weiß 1 kann man das Ding mit dem Mystischwert auch ohne die Resolute-Form bekommen, aber gut, jetzt ist es in der Resolute-Form. Mit Siedewasser, Mystischwert und Hydropumpe. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte einfach einen freien Platz. Ich hatte nichts anderes, was ich da reinpacken konnte. Also habe ich die Wasserdüse reingepackt, um vielleicht, falls Psyana irgendwie mal mit ganz wenig KP dasteht, ich die Wasserdüse einsetzen kann. Und vielleicht, falls Ember irgendwie den Tiefschlag einsetzt, dass ich keinen Schaden bekomme und einfach Wasserdüse einsetzen kann. Was auch funktioniert hat. Also, ja. Hier ist mein schönes Keldeo. Natürlich mit Wahlglas. Und dann Tinkerbell hat einfach eine Menge Schaden gemacht, was lustig war. Mit Gedankengut, Mondgewalt, Weichei und der Vitalglocke, weil ich habe mir gedacht, falls Gegner irgendwie paralysiert werden, falls
meine Pokémon paralysiert werden oder so. Ich hatte Angst davor, weil er Zapdos hat und Registeel und die haben bestimmt irgendwie die Donnerwelle. Oh Gott, er hat Zapdos? War Zapdos? Ich hab Zapdos einfach gekillt. Stimmt, da war was. So kurz, ich habe gar keine Erinnerung daran. Aber gut, ja. Aber es war auch nicht dafür da, um einfach mal ihn zur Frustration zu bringen. Aber es ist halt eben Tinkerbell. Tinkerbell ist nicht verwirrt. Tinkerbell ist einfach eine Fee. Sie weiß, was sie will. Sie macht, was sie will. Es ist Tinkerbell. Meine Güte. Na gut. Das wäre dann mal der Kampf. Ich habe genug geredet und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wow. Ich weiß auf jeden Fall, was mein Thumbnail wird. Es wird irgendein Glork mit, ja, Wunderfall und da ist mein Bildschirm auch weg. Ich werde das nachher noch rein rendern oder schneiden. So. Irgendwie so. Aber gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Kampf wieder. Gegen den Silver, gegen den zweiten Top-Favoriten, wenn ich zumindest Sephirons Worten folgen kann. Und das wird interessant, so Top-Favorit gegen den zweiten Top-Favoriten. Wer ist da der Beste, wer wird gewinnen? Es ist eher Glück, wie ich gesagt habe, mit der DPL. Wer sich da am besten vorbereitet, der wird auch gewinnen, aber ja. Mal sehen. Wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Bis dann und ciao.